Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich habe Üpost bekommen von der verrückten Swantje. Ein riesiger Karton. Ich kann euch das gar nicht richtig zeigen. Ich habe schon aufgeschnitten, natürlich, weil jetzt gleich das Video losgeht. Schaut euch das mal an hier. Oh mein Gott, ja. Ich gehe jetzt erstmal wieder an meinen Platz und nehme den Karton mit und stelle den auf einen Hocker neben mich und dann gucken wir mal, was die verrückte Swantje alles eingepackt hat. Ich bin total gespannt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, liebes Wahnsinn, das Licht ist nicht so gut, aber ich hoffe, man kann trotzdem alles erkennen und ich hoffe auch, dass ich nicht gestört werde. Und ja, womit fange ich an? Ich glaube, ich fange damit an, was wir schon gesehen haben. Und zwar ist hier so ein Päckchen drin mit so Textilmalzeug, glaube ich, ist das so. Hier kann man so ein bisschen sehen, ist das T-Shirt hier bemalt und hier die Tasche. Ja, so ein Glamour, was weiß ich, keine Ahnung. Bin schon gespannt. Ich habe ja eine Jeansjacke, die würde ich gerne verschönern, aber ich habe Angst, dass ich es versaue. Und ja, sieht aber auf jeden Fall sehr cool aus. Mal sehen, wie das funktioniert. Vielleicht probiere ich es auch erstmal an einen Stoffbeutel oder so aus. Ja, im Übrigen werde ich wahrscheinlich wieder mehrere Teile machen. Und ich muss aufpassen, ich habe zwar jetzt eine neue Speicherkarte drin, aber irgendwie wird mir bei der neuen Speicherkarte jetzt hier unten gar nicht angezeigt. Ja, sonst steht da immer noch so und so viele Minuten. Jetzt läuft es einfach. Keine Ahnung. Ich muss immer mal hingucken und hoffe, dass hier nichts schief geht, weil sonst kriege ich Kloppe von Swantje. Die freut sich nämlich schon total aufs Video. So, und dann haben wir oben drauf. Oh, habe ich eigentlich eine Schere hier? Ja, Gott sei Dank, weil braucht man vielleicht. Dann haben wir hier oben drauf so eine Verpackung und da steht, hier ist etwas drin. Was ist denn hier drin? Kann man das hier oben mal aufschneiden? Ich denke mal ja. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts kaputt mache. Oh, hier noch an der Seite. Ah, ich sehe schon was. Ah ja, cool. Ich weiß, was da drin ist. Da sind sehr, sehr große Doilies drin. Schaut mal hier, wie cool. Oh, so groß habe ich noch nie gesehen und auch noch nie gehabt. Also außer jetzt diese Tortendinger, ne, die man beim Kick Teddy und so kaufen kann. Oh, in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen im Weiß, dann hier wieder braun. Das sieht sehr schön aus wie Schokolade. Da kriege ich gleich wieder Hunger. Aber ich bin auf Diät, ich darf nicht. Dann hier mit so, also so gestreift. Und oh nein, wie süß, guckt mal. Oh, das ist ja süß. Oh, mit diesen dicken, fetten Schweinen hier und diesen Elefanten und der Saurier. Ja, das sieht ja cool aus. Dann hier wieder Striche in Pink, so rosa Pink. Mit Kühen. Kühe und Schäfchen. Das ist auch wieder was für meinen Sohn. Hier auch nochmal Kuh und Schwein und ja, so Bauernhofkram. Moment, da hat sich noch eins drunter ge. Da ist noch eins drunter. Oh, sind die schön. Hier mit so Schmetterlingen. Das Schwarze ist auch toll hier. Oh, das ist schön hier, das Schwarze. Das sind ja mega geile Papiere, ja. Ich glaube, dass die mir bekannt vorkommen von irgendeinem Video von dir. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast die mal bekommen von jemandem, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob du sie doppelt hast. Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber irgendwie kommen die mir bekannt vor. Und ich habe die aber auf keinen Fall, diese Papiere. Guck mal hier, wie hübsch das einfach aussieht mit dieser Frau und den Schmetterlingen. Ich kann die gar nicht so richtig reinhalten, weil die so groß sind. Dann hier. Rot, dann so ein Aprikot, hier so ein bisschen Zeitungsdruck, ja, gelb, orange, auch sehr hübsch. Das sieht auch sehr schön aus mit diesen Buchstaben hier und Zahlen. Oh, das sind so viele und so, oh, die sind echt toll, ja, die gefallen mir gut. Da kann man wunderbar Pocket Letter mit ein, also Pocket Letter einpacken oder so. Oder auch was verpacken, ne? Was anderes muss ja jetzt nicht unbedingt wieder Pocket Letter sein, aber ihr wisst ja, ich und meine Pocket Letter. So, dann hier wieder lila, so ein dunkleres und hier nochmal pink und noch ein helleres lila. Also richtig cool. Ich werde die hier drin lassen in dieser schönen Verpackung. Ja, dann lasse ich die drin und da schiebe ich sie hier irgendwo dazwischen und dann weiß ich, wo ich die habe. Aber jetzt schmeiße ich es erstmal neben mich, weil ich nämlich keinen Platz habe. So, das ist übrigens mein Stuhl, der hier so knackst. Lasst euch nicht stören. Dann hat sie mir hier diese Schablone eingepackt, das wusste ich. Da hat sie mich, ich glaube, die hat sie doppelt gehabt, dann hat sie mich, oder ich habe dich gefragt, ne? Ich weiß es gar nicht genau.
Da hast du gedacht, ja, die habe ich ja doppelt und die ist auch cool. Ich weiß nicht, ob man, doch, die müsste man eigentlich für das Textildesign vielleicht benutzen können. Das ist geil, weil meine Jeansjacke hat vorne lauter Strasssteine und hinten drauf hier so ein Pferdekopf. Also so ein, ich habe Angst, dass das schief geht, weil das ist meine Lieblingsjacke. Von Ideen mit Herz ist die ja richtig cool. Also da freue ich mich und die ist schön groß. Die passt ja eigentlich perfekt. Also wenn das geht, ne, für irgend so eine. Ja, Jacke vielleicht oder T-Shirt. Ich werde es ausprobieren. Wir werden sehen. So. Oh Gott, was ist das hier? Was ganz Großes eingepackt ist. Schaut mal. Ich muss mal gucken. Geht das hier weiter höher? Knacks, knacks. Geht das so? Seht ihr zwar das Chaos hier, aber ist ja egal. Schaut mal. Was ist denn das? Steht da was drauf? Ah, da steht was drauf. Da steht was drauf. Was steht hier drauf? Das habe ich beim Aufräumen gefunden. Und ich dachte, du magst es bestimmt. Okay, was könnte das sein beim Aufräumen? Das hat man denn einfach, so ein großes Ding hat man einfach mal beim Aufräumen gefunden. Nicht schlecht. Das sieht eigentlich aus wie ein Sarg, wenn ich, also wie so ein Sarg sieht das aus. Oh, und im Nemo-Papier-Look. Ja, da muss ich ja jetzt wieder aufpassen beim Zerschneiden. Ich möchte doch das Papier behalten. Tja, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Oh. Ja, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal ganz vorsichtig hier oben aufschneiden. Das Papier ist so süß. Nemo-Papier. Ja, hier ist wieder dieser Tintenfisch. Da weiß ich gar nicht, wie der heißt, ja. Ich bin so ein Nemo-Fan und habe da. Ja, beim zweiten Teil muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht so. Ich habe den auch nur einmal geschaut oder zweimal vielleicht. Den ersten Teil habe ich schon tausende Male geguckt, aber den zweiten nicht so. Ah ja, ich kann das hier so rausziehen. Schaut mal. Es geht. Was ist denn das? Das ist wirklich ein Sarg. Was ist das denn? Von Monster High, wie geil. So, das packe ich hier. Was ist denn das? Das sieht ja aus wie so eine Handtasche. Schaut mal, hier ist so ein von Monster High. Aber da ist irgendwas drin. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Ah, wie süß. Ja, das ist wirklich ein. Ach, hier guckt mal, das olle Klo hier. Olle Klo. Und dann hier. Handmade. Na, das kann man doch erst zum Schluss aufmachen. Oh ja, süß. Oh, der Anhänger ist so. Ach, der ist so schön. Und hier nochmal so ein. Keine Ahnung, was ist denn das? Oh, was mache ich denn jetzt zuerst auf? Ich glaube, ich mache diese Tüte hier auf. Also als erstes hängt hier noch so ein Anhänger dran. Oh, der ist ja so schön. Der passt auch wieder zu meinen Nägeln, aber die werden jetzt neu gemacht, weil ja, einen habe ich schon verloren. Schön dagegen gekommen und plapp, war er weg. Aber Gott sei Dank, ja, nicht so dolle verletzt. Aber es hat etwas geblutet an der Seite. Naja, egal. Pflaster hatte ich auch keins. Musste ich Washi-Tape nehmen und ein bisschen Klopapier. Ja, na gut, das gehört jetzt nicht her. Also richtig schön hier dieser kleine Anhänger. Ja, den hänge ich mir hier irgendwo mit hin, logisch, ne? Und hier hängt auch Gebamsel dran und hier so Totenköpfe und ja, die Perlen, die hier so aussehen wie Augen. Richtig schön. Danke, danke, danke. Und hier ist eine Halloween-Tüte. Tja. Fühlt sich ganz weich an, aber ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Nein, ich weiß es nicht. Aber es ist ganz, ganz weich. Wie Watte fühlt sich es eigentlich an. So ein bisschen wie Watte. So, ich würde die Tüte natürlich behalten. Sehr klar, ne? Ach, das sind die Bänder. Oh je, so viele. Und zwar, die packe ich auch gleich wieder in die Tüte rein. Oh, hier, check. Oh, so viel. Das ist ja echt krass. Also einmal Jack. Oh, diese Spinnen hier, die sind ja auch süß. Oh, die gucken ja total bekloppt. Hier mit Schleifchen, ja. Hat sie die am Bein dran oder hat die tatsächlich eine Frisur? Ich weiß es nicht. Oh, süß, dieses Mädel hier, diese Mädelsspinne. Oh, das ist ein schönes Band. Nehme ich noch auf. Oh, Gott sei Dank. Dann hier so Totenköpfe. Die sind auch schön.
Das ist auch wieder sehr, sehr cool. Ah, so verschiedene. Die haben so verschiedene Gesichter. Gucken einmal so, weiß nicht, der sieht aus, wenn er singen möchte. Den fehlt irgendwie ein Zahn oder so. Und der, ja, weiß ich nicht. Ah, richtig cool. Diese Schleifenbänder. Denn hier mit so einer Hexe, die betrunken in so einen Kessel gefallen ist. Oder es war doch schlecht, ne? Wollte eigentlich jemand vergiften, hat gekostet und hat dann gemerkt, dass er dann selber, ja. Also auf jeden Fall hat dann das Rezept war richtig. Ja, cool. Ja, ich spiele mir hier schon wieder was zusammen. Denn hier Jack, auch sehr geil, in so einem ganz dunklen Lila, fast schwarz schon wieder. Ich hoffe, dass es im Hintergrund nicht zu laut ist. Dann hier so wieder Spinnen mit wieder so einer Schleife. Und coole große Augen haben die. Nochmal Jack. Jackie. Das sieht auch cool aus. Das sieht aus wie das Kleid von Sally hier im Hintergrund. Soll wahrscheinlich auch das Kleid von Sally sein. Ah, sehr cool. Und dann noch dieses hier. Ach nee, hier sind auch noch welche. Ach, ich blinde. In so einem verschiedenen Licht. Ja, einmal so mit blauem Hintergrund, mit gelbem Hintergrund. Ihr seht das ja. Ah, das sieht so cool aus. Das sieht auch schon wieder aus wie Jack hier. Sehr, sehr, sehr cool. Dann hier so eine Hexe mit Miezekatze und Besen. Auch wie süß das ist. Ja, das ist eigentlich richtig orange. Das sieht man jetzt hier gar nicht. Richtig schönes Orange. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich glaube, die Kinder sind im Hintergrund zu laut und ich werde die mal kurz zusammenfalten. Nein, Quatsch, aber ich werde mal sagen, dass sie mal ein bisschen leiser sind, weil dieses Handy nimmt ja alles auf, ne? Selbst die Taube, die ich gar nicht höre, hört man dann ständig im Hintergrund. Ja, also bis gleich. So, ich bin wieder da. Ja, ich glaube, jetzt sind sie ein bisschen leiser. Die haben sich gerade gestritten beim Zocken. Ja, wie das so ist, ne? Es sind ja auch Ferien und da ist es immer ein bisschen schwierig mit Videos. So, dann ist hier so ein Geist. Der hat hier so ein, oh, ich weiß nicht, wie heißen die Süßigkeiten, diese typischen Halloween-Süßigkeiten. Irgendwas mit Candy, aber ich weiß auch nicht, wie sowas schmeckt. Ob das jetzt ein Zucker ist oder ob das wie ein Schokolade drin ist. Ich habe keine Ahnung, ich kenne diese Dinger nicht. Ich weiß nur, dass die in Amerika gibt. Oh, hier schaut mal. Kleine Hexe und hier so ein ja, Frankenstein-Monster irgendwie. Und hier auch so eine Püppi und hier so ein. Ach, das erinnert mich ja voll an Hotel Transylvanien mit diesem Wolf hier. Also da sind ja auch die Wölfe mit den 100 Milliarden Kindern und da ist ja auch so ein Mädel dabei. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Teil oder in allen. Oh, süß. Ach, wie niedlich die einfach sind. Und du hast ja jedes Mal so viel abge. Also, Mann. So viel. Ja, da kommen wir eine Weile hin. Das ist geil. Und hier so eine Hexenhüte. Die sind auch schön. Oh, das sind echt tolle Bänder. Also, vielen, vielen lieben Dank, dass du mir da was abgegeben hattest. Oder abgegeben hast. So, jetzt gucken wir uns mal das hier an. Was ist das? Ja, ich hab die. Ne, hier ist noch eins. Mensch, das hört gar nicht mehr auf mit solchen schönen Geistern hier. Ja, richtig toll. Ja, die sind alle toll. Eins wie das andere. So, dann haben wir hier so ein. Ich habe keine Ahnung, was ist denn das? Es ist hier eingepackt. Das muss ich jetzt aber mal zerreißen. Hä? Was ist das? Eine Blume oder so. Ach, Mensch, das ist hier. Geht nicht auf. Das ist hier so eine Blume, da ist ein Mädel drin. Oh, wie süß. Und das kann man jetzt hier so runterklappen, wie bei diesen Cupcake-Mädels, wo ich auch eins habe. Das kann man hier so runterklappen und dann ist hier so ein kleines Mädel drin. So, die hat jetzt hier so ein Kleid an. Och, wie süß. Ja, die ist ja auch niedlich. Sehr, sehr süß. Ja, die hat jetzt hier noch so ein bisschen Klebeband, das mache ich natürlich auch noch ab. Ach, wie süß. Ja, die setze ich natürlich zu meiner mit den Cupcakes. Ganz klar. Da kommt die hin. So, und jetzt haben wir hier noch ein Paket. Ja, das mache ich jetzt doch auf. Auch wenn Handmade eigentlich immer. Ja, ist ja ein Quatsch, das zum Schluss aufzumachen. Fühlt sich wieder weich an, aber ich habe keine Ahnung. Hier ist was Hartes und hier ist weich. Ich weiß es nicht. Versuche immer zu raten, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Aber mit Sarg lag ich ja richtig, ne? Mit Sarg lag ich richtig.
Oh, eine so ein Täschchen hast du genäht. Ja, wie süß. Das hatte war dann quasi der Cabochon. Oh, wie cool. Da ist was drin. Wo geht denn das hier auf? Da ist was drin. Und ich habe eine Vermutung. Es fühlt sich an wie Cabochons, die hier drin sind. Oh, wie niedlich das ist. Ja, sehr, sehr süß. Ah ja, die habe ich mir jetzt auch gekauft beim Action. Genau dieselbe Farbe. Denn ein Pink, glaube ich, und ein. Oh, ich weiß jetzt gar nicht. Türkis. Oh, wie schön du das gemacht hast. Ja, und du machst das ja nur mit der Heißklebepistole. Ich muss das unbedingt auch mal probieren. So, und dann kann man hier öffnen. Ah, da hast du so Klebepads. Ja, so Klebepads. Und hier kommen wir schon. Schaut mal. Oh mein Gott. Ich liebe diese Dinger. Das sind. Oh, das sind alles Totenköpfe. Köpfe. Totenköpfe. In ganz vielen verschiedenen Farben. In Blau und in Rot, in Rosa, in Lila, in Gelb. Cool, Gelb habe ich noch gar nicht gesehen. Ich glaube, einen blauen und einen grünen oder so habe ich. Oder einen roten. Oder hatte ich. Und schaut mal, so viele. Ich kann mir davon natürlich wieder mal Ohrringe basteln. Jetzt lacht Melli wieder, das weiß ich. Ja, schaut mal hier. Immer zwei gleiche Paare. Und da kann ich mir Ohrringe mitmachen. In allen Farben. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, die Kabus sind so mega. Ja, da freue ich mich natürlich. Richtig süß, das Täschchen. Mal gucken, wo ich mir das hier hinstelle. Jetzt lasse ich es erstmal hier drin. Und das hier auch wieder. Und hier ist noch ein Klosett. Ein Klosett. Ja, das hatte ich meinen Sohn auch mal geschenkt. Da ist irgendwie eine Figurklaube drin. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, weil das ja zum Kindertag war. Das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Aber wir gucken natürlich zusammen rein. Aber ich glaube, ich dachte ja, wo ich das gekauft habe, dass da Süßigkeiten drin sind. Vor allen Dingen im Klo, ja, wie eklig. Aber da ist irgendeine Figur drin. Jetzt kriege ich das wieder nicht auf. Nee, das will ich nicht ab. Oder? Wie war denn das? Wie kriege ich denn das wieder auf? Ich habe keine Ahnung. Hier ist nochmal was Eingepacktes. So, das muss ich gleich hier runterwerfen. Ups! Ach, Klodeckel. Ach ne, hier war ja nur eine Beschreibung drin, die brauche ich euch nicht zeigen. Das war nämlich nur eine Beschreibung und hier ist jetzt. Ah, wie kriege ich denn das auf? Oh, ich stelle mich aber auch an. Aha, abziehen. Muss ich das eindrücken? Ja. Oh, ihr seht nichts. Und hier ist nämlich eine Figur drin. Oder zwei Figuren sogar. Ich kann mich da nicht erinnern, was bei meinem Sohn drin war. Ich habe es, glaube ich, auch gar nicht wirklich gesehen. Aber hier sind zwei coole Figuren drin. Ne? Och, was sind das? Eine Scheißhausfliege? Ich glaube schon, oder? Aber so richtig Superman-Style. Ja, wir haben ja im Moment eine Fliegenplage hier. Ganz schlimm. Und ein Stinktier. Na, das passt doch auch. Also die beiden passen ja perfekt ins Klo rein. Ja, es stinkt und dann kommt hier so eine. Ja, so eine Scheißhausfliege im ne? Superman-Look. Voll cool. Ja, unsere sind alle grün, die wir hier haben. Und ich bin ja nur am Hauen und am Fliegengitter aufhängen und Fliegendings und Klatsche. Und oh, ich hasse die Viecher. Die gehen mir auf den Keks. Und vor allen Dingen die Katze dreht ja durch. Ne? Die Kleinen kriegen das noch nicht so mit. Aber die große Katze, die dreht ja völlig am Appel. Wenn da so eine Fliege kommt, da ist alles. Da ruppt die alles runter. Keine Tapete bleibt dran. Also da. Geht die voll ab. Ja. Das mal zum Thema Fliegen. Also dieser Sarg hier ist cool. Mal sehen, wo ich mir den hinstelle. Für sowas findet man einfach mal bei Swansea so, ne? So nebenbei. So einen coolen Monsterhai-Sarg. Ja, richtig, richtig, richtig cool. So. Wir machen gleich weiter mit Teil 2. Ich denke mal, es wären drei oder vier Teile. Ich habe keine Ahnung. Wir machen mit Teil 2. Jetzt weiter und bis gleich.